Vor uns ist alles voller Glasscherben, die da schon mehr als 30 Jahre lang liegen. Laut den Quellen, die man online findet, auch Reste der Fabrik, die man dann einfach mit Erde zugeschüttet hat. Wo hat man das damals entsorgt? Wo hat man 1900, ich weiß nicht, 48 das Altöl entsorgt? Letzten Last Place. Ha, wie kommen wir da auf hin? Ein Umweltskandal in Graz-Gösting. Wir machen uns heute auf den Weg zum ehemaligen Betriebsgelände der Grazer Glasfabrik. Dort erwarten uns Werner Prutsch und Edmund Czausnik. Sie erklären, was an diesem Ort genau passiert ist. Die beiden Umweltexperten haben den Fall vor über 30 Jahren bearbeitet und recherchiert. Doch seither ist wenig passiert. Wie lange fahren wir jetzt hin, circa? Circa 20 Minuten. Aber auf dem Weg dorthin werden wir noch den Herrn Prutsch aufgabeln. Und ja. Vor über 30 Jahren wurden im Bereich des Betriebsgeländes und außerhalb massive Verunreinigungen in Boden und Grundwasser festgestellt. Eine großflächige Sanierung der Altlast blieb aber bis heute aus. Werner Prutsch spaziert mit uns zum Ort des Geschehens. Gut. So in etwa kann man sich das vorstellen. Also es war ein relativ großer Produktionsbetrieb, der hat da Bierflaschen produziert. Und das Ganze geht zurück auf Ende des 19. Jahrhunderts. Also da hat es dann 1957 diese Festschrift gegeben aus Anlass des 70-jährigen Bestehens. So hat das Ganze dann nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeschaut. Und das war auch eines der großen Probleme. Und das war so eine Karte der Brandentreifer am Gelände. Das heißt, die Anlage war komplett zerstört. Und natürlich hat es damals auch Bandentreffer dann in den Bereichen gegeben, wo halt in der Kokerei der angefallen ist und so. Das heißt, da ist es da einmal am Gelände verteilt worden. Und wie es dann wieder in Betrieb gegangen sind, also die haben Glasflaschen produziert, da Bierflaschen. Mhm. Und für die Glasschmelzöfen haben sie Gas gebraucht zur Beheizung der Öfen. Und das ist in einer eigenen Kokerei, so aus weststeirischer Braunkohle, so in etwa hergestellt worden, was ja nicht wirklich sehr hochwertige Kohle war. Und sie haben zwar Teerbrenner gehabt, um auch diesen Teer zu verwerten, das heißt, die haben mit Teer auch geheizt, halt so wie mit Schweröl, so in etwa kann man sich vorstellen, das ist halt als zähflüssiges Ding. Aber unser Rechercheergebnis damals war, das hat nicht immer funktioniert. Die Kokerei und die Produktion mussten aber weiterlaufen, jetzt haben sie einen Teerüberschuss gehabt. Mhm. Und dann ist eben diese Teerführerpartie, wie das genannt worden ist, ins Spiel gekommen, die halt dann so irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg für einige Zeit im Stadtgebiet umgefahren ist mit dem LKW und dort Schlacke und der einfach in vorhandene Löcher gefüllt hat. Bombentrichter, alles was halt irgendwie noch so damals im Stadtgebiet vorhanden war. Unglaublich arg. Sehr spannende Sachen, oder? Das könnte einer von diesen Hügeln sein, wo alles Mögliche darunter vergraben ist. Es kommt ja nicht nur auf die Gefährlichkeit eines Materials an sich an, sondern auch, wie es sozusagen eingelagert ist, ob es mobilisiert werden kann, ob es zum Beispiel durch den Regen abgeschwemmt wird, wie stark es abgedeckt wird, ob es jetzt dünn unter der Oberfläche liegt und jemand sozusagen bei den Gartenarbeiten dann auf diese Schicht stoßt und so weiter. Ja. Und das scheint nach den Gefahrenuntersuchungen nicht gegeben zu sein. Weil was eben saniert worden ist, das war eben unmittelbar am Standort Gelände selbst. Also dort, wo die Wagenwaschanlage steht, dort ist ja eine große Grube ausgehoben worden für diese Anlage der ÖBB. Und das Material, das dort ausgehoben worden ist, das ist dann entsprechend entsorgt worden. Das betrifft den Standort selbst. Mhm. Das Problem an dem Fall war, dass sie das eben relativ stark verteilt haben. Wir wissen nicht, wie weit sozusagen das Stadtgebiet damit beglückt worden ist, weil wir auch nicht wissen, in welchem Radius die da damals mit ihrem Teer-LKW unterwegs gewesen sind. Die Glasfabrik ist ja im Altlastenverzeichnis. Können Sie erklären, was das ist? Wenn eben durch welche Umstände auch immer, so wie in dem Fall jetzt halt, dass die Post ein Karo verlegt, man drauf kommt, dass irgendwo eine Kontamination ist, dann wird die eben untersucht, klassifiziert. Da gibt es dann ein eigenes Einstufungssystem, wo man eben eine Prioritätenreihung macht, weil es ja
vom ganzen Aufwand her nicht möglich ist, sozusagen jede Altlast, die irgendwo auftaucht in Österreich, auch sofort auszugraben und zu sanieren. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft von dem Ort? Das ist ja wirklich ein Lost Place. Was sollte vielleicht die Politik noch machen? Mein Wunsch ist, ja, dass man nicht irgendwas Gröberes übersehen hat irgendwo, wo vielleicht dann doch irgendwo Leute zu Schaden kommen könnten. Das ist mein Wunsch, nicht? Weil ausschließen kann man sowas irgendwo nie. Wir haben bereits sehr interessante Dinge über die alte Glasfabrik in Gösting erfahren, beziehungsweise die Überreste davon. Wir warten jetzt noch auf unseren zweiten Interviewpartner. Leider hat es jetzt momentan zu regnen angefangen. Meine Brille ist voller Tropfen, aber das passt eigentlich, wenn es regnet. Ja, also mit dem Brunnen, das holen wir in. Und ja, so Grundwasserthematiken. Und dann spazieren wir mit ihm in den Wald, hätte ich gesagt. Wenn es geht. Es regnet viel. Also dort ist die Glasfabrik oder das ehemalige Gelände. Da befinden wir uns gerade im Auto. Und da hinten dürfte einiges an Schutt abgelagert worden sein. Wow. Brauchen. Wetter passt genau für Lost Places. Passt gut, ja. Könnte nicht besser sein, oder? Passt super, ja. Ja, vielleicht, was Sie sich noch erinnern können aus der Zeit, wo Sie vielleicht was gefunden haben oder was Sie aufgetan hat, gerne uns auch hinweisen oder zeigen. Also der Kollege hat da unten gesagt, ja, da haben Sie damals, da die Frau gewohnt, die Ihnen da damals den Tipp gegeben hat. Ja. Ja, ich muss ja weit, weit zurückkramen in der Vergangenheit. Das Umweltamt ist ja damals gegründet worden, 1990 eigentlich. Und das war, ich sage mal so, das war eine Mischung damals seinerzeit. Da war der Begriff Umweltschutz noch nicht so weit gefasst wie jetzt. Das war eigentlich so ein bisschen das Amt, wo die Stadt nicht gewusst hat, wo sie alle Beschwerden hingeben soll. Und man hat einfach Beschwerden verschiedenster Art hingeben dort auch. Edmund Czausnik erzählt, dass in diesen Wohnungen Fabriksarbeiterinnen und Fabriksarbeiter gewohnt haben. Die Luft ist sichtbar, das sieht man, riecht man, da haben wir die Organe da dafür. Das Wasser ist auch vom Geschmack her merkbar, das weiß man auch, stinkt es oder ist das okay. Beim Boden muss man erst reingraben, dass man sieht, was da ist. Also, diese Stoffe haben die Fähigkeit, dass sie in geringsten Konzentrationen eigentlich Wasser ungenießbar machen. Weil sie einfach keine hohen Konzentrationen brauchen und sie ja nicht mit Wasser durchmischen. Das heißt, das ist das Trennen davon sehr schwer. Und heute sind ja zum Glück ja alle schon an die Wasserleitung angeschlossen. Das heißt, das Wasser, das da als Grundwasser existiert, ist im Regelfall kein Trinkwasser. Sondern das Trinkwasser kommt bei uns vom Wasserwerk Andretz, teilweise ja bis zur Obersteiermark, was zur Verfügung, das ist garantiert kontrolliert und da ist nichts drinnen. Aber dass man Nutzwasser hat, also wenn man seinen Garten gießt oder sonst was ähnliches, verwendet man es ja trotzdem. Nicht? Sind Sie nostalgisch, wenn Sie wieder daherkommen nach so langer Zeit? Ja, freilich, weil die Zeit so vergeht. Und weil ich gewisse Dinge hat man einfach noch sehr präsent. Und fragen tut man sich dann wirklich, ja, ja, was sie gesagt haben, man weiß es, aber was macht man? Oder sagt man, das ist in allen Städten so und lieber nicht zu viel graben. Man müsste erst, die politisch Verantwortlichen müssten die Richtungen vorgeben. Ja, klar. Nicht die Beamtenschaft, sondern die Politiker müssen sagen, wir wollen Graz quasi wieder so herstellen, irgendwie, dass eigentlich nicht die Luft muss passen, ja. Das Wohnen muss passen, aber unterhalb muss auch alles passen. Ja, sehr spannend. Wir sind jetzt da dem Regen entkommen und jetzt schaut es wieder relativ gut aus. Zweites Interview war auch sehr interessant und wir haben sehr viel über die Wasserwirtschaft in Graz und Graz Umgebung gelernt. Und ja, die wichtigsten Punkte werden dann im Artikel sein. Jetzt geht es noch einmal ganz kurz in den angrenzenden Wald da hinten. Da sollen sich noch einige Glasscherben befinden und die werden wir jetzt suchen. Wir sind da. Wir befinden uns jetzt da vor einem Waldstück in Gösting, wo angeblich noch sehr viele Glasreste zu finden sind. Wir werden schauen. Da hinten ist nämlich dieses Gebäude gewesen. Da geht's rein? Ja, das hat sie geschrieben. Da ist ein Loch im Zaun. Und da passt jetzt einiges. Alter! Da braucht man eine Survival-Kleidung, dass wir da durchkommen. Es ist sehr, sehr eng und sehr, sehr verwachsen. Willst du probieren? Da musst du uns schaffen.
probieren können. So. Ich muss aber meinen Blazer ausziehen. Blazer so, das geht aber nicht. Oder? Schau mal drauf. Oh, Alter. Also es sind einige Leute schon gegangen, das sieht man. Also es ist jedenfalls eine Spur. Alter. Soll ich vorgehen? Nein, bin schon da. Fat Spider. Gott, okay. Oh. Da oben ist das Haus. Es ist ziemlich steil und ziemlich rutschig und nass. Aber wir werden es schaffen. Gerade Déjà-vu am letzten Lost Place. Aufpassen, sehr rutschig. Ja, wir haben es jetzt geschafft und sind bei der Lagerstätte, wo das Altglas dann gesammelt wurde. Vor uns ist alles voller Glasscherben, die da schon mehr als 30 Jahre lang liegen, aber immer noch sichtbar sind. Also, ja. Es ist halt alles mit Laub und Erde irgendwie bedeckt, aber ja, da sieht man es noch gut. Fazit. Wir sind ziemlich außer Atem. Es war ziemlich steil, aber es hat sich ausgezahlt. Wir haben hunderttausende Glasscherben gesehen und ich hoffe, nicht irgendwo auf unseren Schuhen mittransportiert. Wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg und ja, danke, dass ihr uns begleitet habt.